Mit der Verlängerung des Lockdowns ist in der Ostregion zwar die Umstellung auf Fernunterricht bis 16. April ausgedehnt. Das Bildungsministerium plant allerdings, dass ab Montag Schüler der Abschlussklassen und jene, die vor einem Schulwechsel stehen, trotzdem in die Klassen kommen können. Auch Schularbeiten und Förderunterricht sollen stattfinden. Von den Wiener Lehrvertretungen kommt nur Widerstand. Sie fordern die Rücknahme dieser Maßnahmen. Der ständige Wechsel zwischen Distance Learning und Präsenzunterricht im Schicht- oder Vollbetrieb sorge nicht nur für große Verwirrung, heißt es in dem Schreiben des Zentralausschusses der Wiener Pflichtschullehrer, das unter anderem an Bildungsminister Heinz Fassmann, Wiens Bürgermeister Michael Ludwig und Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr gerichtet ist. In der Sekundarstufe 1 im Pflichtschulbereich, vor allem Mittelschulen, sei es wegen des Fachlehrsystems auch gar nicht möglich, dass gleichzeitig Schichtbetrieb für die 8. Schulstufe und Unterricht für die 5. bis 7. Schulstufe sowie zusätzlich noch Betreuung in den Schulen angeboten wird. Ähnliche Probleme gäbe es auch an den Volksschulen bei Lehrern, die in mehreren Klassen überhaupt seien Lockerungen beim Schulbetrieb zur gleichen Zeit, zu der Ärztekammerpräsident Thomas Zeckeresch einen Lockdown für ganz Österreich fordert, unverständlich. Zitat: Das konterkariert die aktuellen Maßnahmen gegen die Verbreitung der Covid-19-Mutationen in Ostösterreich. Die Ankündigung der Bildungsdirektion am gestrigen Mittwoch, dass es trotz des strengen Lockdowns in Wien, Niederösterreich und im Burgenland ab Montag in bestimmten Situationen Schulbetrieb vor Ort geben soll, habe deshalb für viel Wirbel gesorgt. Der Zentralausschuss fordert deshalb, dass die Ankündigungen für den Pflichtschulbereich vom Bildungsministerium nicht verordnet werden. Unterstützung bekommt er dabei vom obersten Lehrvertreter Paul Kimberg, dem Vorsitzenden der ARGE-Lehrer in der GÖD. Das Angebot, gleichzeitig mit dem Fernunterricht zum Teil auch Präsenzunterricht und Betreuung anzubieten, klingt zwar in der Öffentlichkeit charmant, ist aber schulorganisatorisch nicht machbar, kritisiert er. An den Schulen sei die digitale Ausstattung so schlecht, dass sich die Lehrer daheim so eingerichtet hätten, dass sie von dort professionellen Fernunterricht anbieten können. Wenn sie nun aber gleichzeitig in den Schulen anwesend sein sollen, gäbe es wieder Probleme beim Distance Learning. Die Regelung ist völlig praxisfern.